So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Und ich habe nochmal Double Masters 2022 Draft Booster rausgekramt. Ist ein bisschen her, dass das Set rauskam. Aber wir gucken uns das mal an. Und ich bin fast gut. Ich erinnere mich bei denen halt immer daran, dass es japanische Booster sind. Deswegen haben die so eine Reißlinie. Genau wie die Kaltheim-Sachen. Aber ich bin halt bad da drin, die aufzumachen. Leider, wirklich. Und weil es japanisch sind, sind die falsch rum. Deshalb fangen wir von hinten an. Wir haben Elvish Rejuvenator, Dramana 1-1. Wenn der Spiel kommt, gucken wir uns 5 Karten in der Bibliothek an, neben Land auf die Hand. Nee, ein Spiel. Wirst getappt ins Spiel und den Rest und das Deck. Dann haben wir einen Riftbolt, der ein Klassiker. Dramana 3 Schaden mit Suspend für ein schwarzes, für ein rotes und ein Mana Suspend, also eine Runde Suspend. Dann haben wir ein Experiment One. Geil, ich brauchte noch einen. Ein grünes 1-1 mit Evolve. Wir können 2 Marken unternehmen, den regenerieren. Diesen Teil vergesse ich ganz oft. Ja, passiert. Dann haben wir eine Eel Umbra. Boah, so viele geile Kamen jetzt schon. 2 Mana Flash, die Kreatur kriegt +1/+1 und Totem Armor. Dann haben wir Alnok Bondkeen. 2 Mana 2-1 mit Outlast. Jede Kreatur mit +1/+1 mag halt Erstschlag. Den habe ich im Standard gespielt. So lange ist das her, dass ich Standard gespielt habe. Carrier Thrall, 2-1. Wenn er stirbt, kriegen wir ein 1-1 Eldrazi's Guillaume. Der hat Opfern für ein farbloses. Interessant. Dann haben wir Wingsteed Rider, Human Knight. 3-2-2 fliegen mit Heroic. Immer wenn der das Target von einem Spell wird, legen wir eine besonders 1 Mark auf den. Also wenn wir den selber den Spell casten. Dann haben wir Material Glory. 2 Mana, eine Kreatur kriegt +3/+0 und eine andere kriegt +3/+0. +0/+3. Okay, ist halt weiß-rot. Dann haben wir eine Flicker Wisp in Non-Foil Alternate Art. Geil. Ich habe mich damals entgegen entschieden, diese Flicker Wisp zu benutzen. Ich bereue es ein bisschen. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Dramana 3-1, fliegend, wenn sie ins Spiel kommt, exilieren wir eine Nicht-Land-Permanente und die kommt am Ende des Zuges zurück. Vielleicht entscheide ich mich doch noch. Dann haben wir Extract of Darkness, 5 Mana Sorcery, ein Spieler mill 2 Karten, dann legen wir 2 Karten aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Krass. Eine Kreaturkarte. Nephale Leas Magla, 1 Mana 1-1, Human Rogue, kein Pirate. 4 Mana tappen, wir exilieren eine Kreatur, die wir nicht kontrollieren, und bringen sie zurück ins Spiel unter unsere Kontrolle. Ah ne, die wir kontrollieren. So, ist richtig. Flickerer halt. Dann haben wir einen Dex Duplicant. 4 Mana 0-0. Und wenn der Spieler kommt, kommt er als Kopie von der Kreatur ins Spiel, außer dass er Defrone hat. Sehr cool. Ich mag Defrone. Defrone war eine coole Fähigkeit. Unsere zweite Rare ist eine Assassin's Trophy. Ein grünes und schwarzes, wird zerstören, permanentes, geht nicht kontrolliert. Und der darf sein Deck am Sternenland suchen und das ins Spiel bringen. Unsere Rares sind, unsere Foils sind Seeker Squire, 2 Mana 1-2, wenn ein Spiel kommt, exploren wir. Dusk Follows the Light. Und unsere zweite Foil ist ein Cold Steel Heart. 2 Mana, kommt getappt ins Spiel, suchen wir eine Farbe aus, macht Mana dieser Farbe in Snow Mana. Und dann haben wir, genau, Cryptic Spire, das Land zum Anmalen, fliegend Wachsamkeit-Token und Drex. Ja, es war ein cooles Booster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.